So, und jetzt mit Hilfe dieses Körbchens können wir nun auch hoffentlich das nächste Rätsel lösen. Hier stellen wir uns drauf. Und damit haben wir's. Es hat mir tatsächlich noch Energie abgezogen. Er hätte ja einfach mal seinen Kopf runter machen können. Aber nein, na gut. Ich überlebe sowieso keinen Schlag mehr, also... Ist auch egal. Bin sowieso fast tot. Wo lang? Hoch. Ja. Oh Mann, ey. Ich brauche unbedingt wieder einen Speicherpunkt. Oder jetzt würde ich mir sogar wünschen, mich in diesen schwarzen Typen zu verwandeln. Du verbringst so viel Zeit damit, Röcken hinterherzuschauen. Ach so, nee, ist richtig. Okay. Ihr klingt verärgert. Etwa eifersüchtig. Ich will nur möglichst schnell zum Palast. Naja, da wäre schnell zum Palasten. Die Frage ist natürlich, warum? Das ist doch irgendwie... Geht es doch nicht mit rechten Dingen vor. Boah, die Dinger hasse ich hier. Aber läuft. Bisschen Konzentration. Was ist es da unten? Feuer. Gut. So. Das ging ja relativ problemlos. Unproblematisch vonstatten und wir kriegen ein Schlückchen Wasser zur Belohnung. Soll ich die Geschichte hier fortsetzen? Ja, das sollst du. So. Zum Palast. Ey, ich hätte überhaupt keinen Plan, wo es hier überhaupt zum Palast geht. Einfach kommen wir hier runter. Und kriegen ein wenig Sand. Ist das der richtige Weg? Nee. Oder? Ach so. Das ist der richtige Weg. Habe ich gedacht. Ein bisschen weiter, glaube ich, rennen, dann sollte das klappen. So. Ach, shit, ey. Wieder so ein Ding. Okay, wir versuchen es natürlich... eventuell auftretende Gegner sofort zu besiegen, bevor die hier uns das Leben zur Hölle machen. Dort unten ist der Feind. Wohl denn. Aber lasst euch etwas zu diesen Kisten einfallen. Sie versperren mir den Weg. Verstehst du jetzt? Genau das sind die Dinge, die uns aufhalten. Das sind die Dinge, die uns aufhalten, aber ganz ehrlich, warum schießt sie nicht einfach einen Pfeil dagegen? Dann purzeln doch die Dinger runter, oder nicht? Ach, Frauen und ihre Probleme. Werde ich nie verstehen. Sehen Probleme, wo keine sind. So. Den haben wir aber ordentlich einen reingejagt. Alter, wie viel hält der denn aus? Shit. Tschüss. So nicht. Lassen die eigentlich nochmal von uns ab, dass ich nochmal die Chance habe? Was habe ich denn hiervon? Außer runterzufallen. Was habe ich jetzt hiervon? Nichts. Einfach nichts. Einfach nichts. Wo? Warum habe ich denn den jetzt gestealth-killed? Das war doch irgendwie... Och, Mann. Und noch ein Feuer. Und noch was. Prinz, die Zeit soll man ausnutzen, wenn der Gegner am Boden liegt. Und nicht wieder die Luft rasieren. Natürlich bin ich der Einzige, wenn er ins Feuer springt. Er schlägt wieder den, ne, den er nicht schlagen soll. Ey, es ist zum Mäusemelken. Jetzt stirb! McFugger! Jetzt ist Sterbezeit! Ein dummes Onsen-Sandmonster! Einer alleine geht ja immer noch. Das war's. Sehr schön. Ausgezeichnet. Vielen Dank.
Ich weiß. Es war echt gut. Warte mal, wir nehmen mal das Ding hier mit. Ein Streitkolben ist bestimmt nicht schlecht. Ja, und nu? Ach, ich hätte die gar nicht bekämpfen müssen. Ich hätte direkt hier weitergekommen. Es ist wirklich erstaunlich, ey. Sobald Gegner da sind, verliere ich hier komplett die Übersicht und sehe den Balken vor lauter Gegnern nicht. Oder so ähnlich. Und jetzt? Und jetzt? Oder ist das hier nur zum... Ach so, natürlich. Damit hätte ich die anderen Stealth killen können. Hier muss ich hin. So. So wird es doch eher was. Aber hier drüben kommt ja jetzt noch gleich der... Ah, ist hier nochmal irgendwie Sand. Sehr schön. Oh, fuck, ey. Am liebsten würde ich natürlich den roten zuerst machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der stärkste ist. Natürlich wissen kann ich es nicht. Ach, warum in die Richtung? Das ergibt alles keinen Sinn. Ich werde sowas von draufgehen gleich. Ach, ich kann nicht an ihm vorbeigehen. Ey, der liegt da. Du könntest doch deinen Schnürsenkel einfach mal einen Meter nach oben bewegen. Dann könntest du ganz locker an dem vorbeigehen. Er zieht mir die Gehirnwindungen raus mit seiner Dummheit. Ich würde so gerne hier nochmal ein paar... warum kann ich die nicht irgendwie alles anders machen? Oh, die Leichen, selbst die Leichen blockieren mich. Kein Sand. Verpiss dich. Geh einfach nur. Geheime Junge. Ah! Wegrollen, wegrollen. Es geht nicht. Es geht alles einfach nicht. Es ist... Warum geht es nicht? Warum nicht? Wieso nicht? Weshalb nicht? Das gibt gar keinen Sinn. Warum? Ach, ey, ich meine, warum soll ich die Frage euch immer wieder stellen? Ihr wisst es ja auch nicht. Der Prinz weiß es nicht. Keiner weiß es. Es ist ja total sinnlos, den Gegner hinten anzugreifen und den vorne an dem vorbeizurollen, sodass man zwischen den Gegnern steht. Ich brauche mehr Sand. Das ist Hopfen und Malz verloren. Ich möchte natürlich jetzt die Sandbehälter hier, diese komischen Dinger kaputt machen. Da dreht er sich rum und schlägt auf den Gegner. Das ist natürlich Schwachsinn hoch 10. Jetzt schlägt er auf den Sand. Oder den Gegner. Oh. Wenn ich vor... Ganz ehrlich, da könntest du den letzten Dödel hinstellen, der würde den Prinzen besiegen. Der Prinz ist einfach unfähig, seine eigenen... Extremitäten zu bewegen. Tja, warum sollte ich das tun? Das ergibt keinen Sinn, den jetzt anzugreifen. Ich muss wieder versuchen, alle mit einmal zu killen. Was alles nicht funktioniert. Warum kann ich den jetzt hier nicht... Warum kann ich den jetzt hier nicht einen reinbraten? Oh, jetzt geht's. Das ist aber auch nur einer, den wir einen verpassen. Och, leck mich doch. Ich kann blocken. Ich kann gottverdammt nochmal blocken. Okay, das macht's natürlich. Dann... Hätte ich das Ganze natürlich mal auch einfacher haben können.
Dennoch kriege ich es nicht hin. So. Jetzt versuche ich einfach mal, dass die mich nicht mehr wahrnehmen. Klappt nicht so ganz, ne? Irgendwie... Das, ja, toll, die regenerieren sich natürlich. Jetzt ist... Das ist scheiße. Diese Taktik... War kacke. Hau deinen Kollegen. Sei ein Kollegenschwein. Manchmal muss man auch auf den Kollegen hauen. Okay, und blocken ist es natürlich hier wesentlich besser jetzt. Ah, ey, die kriegen halt immer gleich wieder irgendwie so eine Sandbobbles. Na, oh, hau ihn doch! So was Dummes, den hätte ich jetzt platt machen können. Nein, ich möchte den Wanddash machen. Nein! Meine Fresse. Hammern? Ja, ein Hammer. Ah, da kommt natürlich gleich der nächste, ne? Okay, ja. Habe ich natürlich nicht gesehen. Oh, Gottes Willen. Ich muss die von der Mitte wegbringen. Ich weiß auch nicht, ob der dann immer gezielt wieder in die Mitte läuft. Hier der King of Disaster. Der heilt sich immer wieder. Das geht ein echt auf den Keks. Und der lebt immer noch. Der hält echt viel aus. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen separieren. Oh Mann! Ich bin doch nicht. Ist das denn bescheuert? Danke. Das gibt's doch nicht, echt. Hier hinten in die Ecke kommen sie nicht. Ja. Warum trifft er ihn nicht? Es ist so. Was macht er da jetzt? Prinz! Oh Gott, was hat er denn jetzt gemacht da? Diese Attacke, es ist immer dieses Ansetzen von Attacken und dann doch nicht durchziehen. Okay, wir machen jetzt einfach das hier. An der Treppe. Das mögen sie gar nicht, die Gegner. Da wissen sie nicht, was sie machen sollen. Aber der Prinz hat auch bei manchen Attacken so seine Probleme. Also, es beruht auf Gegenseitigkeit. Jawohl, jawohl. Er haut seinen Kollegen, er haut mich. Er kann halt immer wieder alles. Ja, also der Prinz, der kann hier diese Weg... Schmeißattacke nicht machen an der Treppe. Ach, kommt schon wieder der nächste. Ich könnte so kotzen. Und die sammeln mir halt den ganzen Sand weg, ne? Nein, block doch! Oh Gott. Du Zimmermann einer dummen Dödelkacke. Ich brauche die Waffe. Wegrollen. Blocken, 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 blocken. Komm, gib mir den Sand. Es gibt mir keinen Sand, ey. Ich hab geblockt. Ich hab durchgängig blocken gedrückt. Durchgängig blocken. Also anscheinend können sie auch meinen Block irgendwie durchbrechen. Ansonsten ist mir das leider jetzt nicht ganz klar, warum der Prinz die Schwerter gesenkt hat und hat sich... glorreich vermöbeln lassen.
Und das sind ja echt viele Monster jetzt. Also das ist ja echt jetzt ein bisschen übertrieben. Ich meine, gut, das mit den Blocken, das hätte man vorher auch mal wissen können, ne? Indem ich einfach mal in die Optionen gucke. Oder ansonsten stehen ja hier zigtausend Tipps immer am unteren Bildschirmrand. Ich denke, dass mir Blocken noch nie angezeigt wurde. Und das wäre schon recht nützlich gewesen. Das Spiel, es lädt. Es lädt und lädt und brät. Ich vermute mal, es lädt ohne Ende jetzt und es wird nicht mehr weitergehen. Also ich werde es einfach jetzt mal neu starten, weil ich nicht weiß, wie lange das noch lädt. No, bis dann. So, da sind wir wieder. Ich habe es wieder bisher gespielt und das etwas erfolgreicher. Da ist die Lady. Okay, wir müssen wahrscheinlich da irgendwie hin. Am liebsten würde ich Ihnen hier eine verpassen. Erster Übeltäter. Oh Mann, Prinz! Oh, er ist der Dödel, der Depp, der Idiot, der... Ich meine, Mann, jetzt fällt er da runter. Jetzt fällt er runter. Natürlich fällt er jetzt runter. Den Überraschungsmoment ausnutzen. Warum? So, ich lock sie jetzt alle hier hinten in die Ecke. Alle in die Ecke gelockt. Mehr! Auf der Treppe! Nein! Falsche Taste gedrückt! Scheiße! War meine Schuld! Das wollte ich drücken! Das ist ganz gut hier in der Ecke. Auf der Treppe. Alter, ich sehe aber auch nichts! Komm hier auf die Treppe. Ist zwar unfair, ist mir egal. Ist mir jetzt einfach egal, wenn die so zu blöd sind. So, ich krieg wieder ein bisschen Sand. Nee. Also ihn muss man einfach wirklich umknüppeln. Nein, 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 nein. By the mighty power of steel. Jetzt bist du dran. Oh, er leuchtet. Aber der Prinz nimmt sich jetzt wen anders vor. Warum auch immer, ergibt keinen Sinn. Aber das darf man nicht hinterfragen. Das hinterfragt er auch nicht. Jetzt haben wir den Oberbösewicht. Komm, steck in den Dödel rein. So. Du darfst nicht herkommen. Er schmeißt das Ding gleich wieder weg. Warum auch immer. Wollte ich gar nicht. Aber der Treppentrick hier, der ist gut. Ach, jetzt stirb doch! Ich kann ihn halt auch nicht nehmen hier. Das ist, die Treppe ist buggy. Das ist halt scheiße hier. So. Jetzt stirbt doch halt endlich. Na, er kann mich treffen, aber ich ihn nicht.
Was ist denn mit dem los hier? Könntest du jetzt endlich genau in deine Einzelteile zerfallen? Okay. Okay. Gib mal her die Waffe und dann schnell weg. Oh, da kommen die Nächsten. Okay, die sind alle perplex. Jawohl, einer mal. Man muss hier Kombo nach Kombo nach Kombo, Kombo, Kombo. Naja. Okay, das ist die Buggy-Treppe. Ich merk's mir aber auch nicht, ne? Oh Gott, ey, ich würde euch so gerne einfach platt machen. Auf die Treppe, komm. Komm mit auf die Treppe, wir gehen auf der Treppe spielen. Nein, auf der Treppe bleiben. Auf der Treppe. Okay, hier nur den Übersteiger machen. Okay, er macht's gar nicht mehr, den Übersteiger. Na gut. Nein. Jetzt macht das immer zu. Ist doch alles unnormal. Oh, jetzt hauen sich gegenseitig. Jetzt sind sie hier im Clinch. Keiner weiß mehr, was der andere macht. Ihn hier muss ich jetzt plätten. Komm. Komm. Zack. Ja, fein. Oh, kommt der Nächste. Ach Mann, ich möchte ausweichen und gleich blocken. Das ist so mein Plan immer. So wie das halt bei jedem anderen Scheißspiel auch funktioniert. Ich sehe hier kein Land, ey. Ich sehe absolut kein Land. Oh fuck, ey. Falsche Taste. Ja, er macht hier den Hampelburner. Fick dich. Ich habe keinen Sand, ich habe kein Nichts. Ich bin gleich tot. Komm, in die Ecke. In die Ecke. So was Dummes, die Kamera. Ey, das ist doch... Das, diese Treppe, warum wurde die ins Spiel gerufen? So. Okay, es kommt auf jeden Fall keiner mehr. Es kommt auf jeden Fall keiner mehr. Das heißt, es sind die letzten zwei. Nein, nein. Nein. Oh, fick die Henne. Ha ha ha.